Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Webinarreihe Recruiting. Mein Name ist Sebastian John und ich bin Ihr Ansprechpartner für alle Themen rund um Fachkräftesicherung und Recruiting bei der IHK in München. Es freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit eingeschaltet habt zu diesem zweiten Teil der Reihe. Im ersten Teil, letzten Montag, hatten wir uns bereits mit dem Thema Employer Branding beschäftigt. Darauf möchten wir heute aufbauen und uns dem Thema Zielgruppenanalyse und Rekrutierungskanäle annehmen. Was haben wir dabei jetzt eigentlich konkret mit euch vor? Wir möchten uns erstens mit der Frage beschäftigen, welche Zielgruppen im Recruiting wir eigentlich konkret ansprechen und adressieren können. Wir möchten uns zweitens die Frage stellen, wie genau ticken eigentlich diese Zielgruppen, zum Beispiel die berühmte Generation Z, die nach 1996 geborenen Digital Natives, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten. Und drittens eben die Frage auch klären, also auf welchen Kanälen können wir eigentlich diese Zielgruppen erreichen und mit welchen Botschaften. Ja, unser Ziel dabei mit dieser kleinen Reihe ist es, euch möglichst praxisnahe Impulse für die Personalarbeit in kleinen und mittelständischen Unternehmen mit an die Hand zu geben, gerade eben in Unternehmen, wo das Personalbudget begrenzt ist, kleine praktische Maßnahmen zu geben. Ja, und wie beim letzten Mal ist wieder uns Frau Valerie Müller vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung angesiedelt beim IW Köln zugeschaltet. Valerie, es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht noch ein paar ganz kurze Worte zum Ablauf, bevor ich dann an dich übergebe für einen kurzen Impulsvortrag. Wir haben jetzt circa 20 Minuten eben für einen Impulsvortrag zum Thema Zielgruppenanalyse und Rekrutierungskanäle von Valerie Müller. Ich möchte euch auch schon mal ermutigen, wenn ihr Fragen habt, wenn Fragen aufkommen während dem Vortrag, stellt die uns gerne im Chat. Wir sehen uns nämlich anschließend nach diesem Impulsvortrag wieder und werden nochmal konkret auf eure Fragen zu dem Thema dann auch eingehen. Ja, und damit würde ich sagen, Valerie, ich übergebe an dich und freue mich, wie schon beim letzten Mal, auf deinen Impulsvortrag. Genau, vielen Dank und guten Morgen hier aus dem schönen Köln. Der Rhein ist mit Hochwasser gesegnet. Wir sind zum Glück heute Nacht nicht weggeflogen. Ich hoffe, Ihnen geht es auch gut und es ist nicht allzu viel passiert. Und herzlich willkommen zum zweiten Webinar in der Reihe. Und wir gucken uns, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, die Zielgruppen an und gucken, wie wir die erreichen können. Und deshalb wollen wir auch direkt starten, weil unsere Zeit ist glücklicherweise sogar knapp bemessen. Von daher, München, könnt ihr vielleicht kurz auf die Präsentation schalten? Das wäre toll. Ja, vielen Dank. Gut, also wie gesagt, die IHK sitzt natürlich in München. Ich stehe hier gerade in Köln und kann auf den Rhein blicken. Und wir gucken uns heute Zielgruppenanalyse und die passenden Rekrutierungskanäle an. Weil es sehr viele Zielgruppen gibt, musste ich auswählen oder haben wir ausgewählt und wir gucken uns besonders die mysteriöse Gen Z an, Aktenzeichen ungelöst sozusagen, und Gen Y, also die Millennials, und gucken, wie wir die erreichen können. Also, wie schon gesagt, ich stehe im Institut der Deutschen Wirtschaft und blicke gerade auf den Rhein und ich arbeite im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, schwerpunktmäßig inzwischen auch noch in einem anderen Projekt, aber wir kümmern uns im Kupfer rund um alle Themen der Personalarbeit, unter anderem auch um das Thema Rekrutierung. Und hier können Sie einen kurzen Blick auf unsere Homepage erhaschen. Das finden Sie oder die finden Sie unter www.kupfer.de und da kriegen Sie jede Menge Informationen rund um alle Themen der Personalarbeit. Stürzen wir uns aber direkt mal in das Thema Rekrutierung und Zielgruppenanalyse. So sah es 2017 aus in Deutschland mit Engpässen bei den Fachkräften. Und so sieht es inzwischen 2019 aus. Das sind ganz aktuelle Zahlen aus dem letzten Jahr. Ende des letzten Jahres ist der Datenrand. Und wir sehen, die Karte wird immer roter. Immer roter. Warum? Weil immer mehr Berufe in sogenannten Engpassberufen sich inzwischen befinden. Das heißt, wir haben zu wenig Bewerber auf offene Stellen. Das heißt, für Unternehmen, Personalarbeit wird aufwendiger, Rekrutierung wird schwieriger. Und das ist ein schlagendes Argument, warum Firmen und Unternehmen immer mehr dafür tun, gutes Personal zu finden und dann natürlich auch dem Personal entgegenzukommen. Beim letzten Mal haben wir schon ausführlich das Thema Employer Branding beleuchtet, die Arbeitgebermarke. Und das kann ich hier nur noch mal einbinden. Wir setzen das voraus,
dass inzwischen sehr, sehr viele Firmen sehr viel für ihre Arbeitgebermarke tun und sich da im Prinzip auch schon mit dem Thema Zielgruppenanalyse auseinandergesetzt haben, beziehungsweise dafür auseinandersetzen sollten. Die Abbildung kennen Sie bestimmt schon aus der letzten, aus dem letzten Webinar oder aus einem anderen Vortrag vielleicht sogar von mir. Ich kann es aber immer nur wiederholen, weil es ist unglaublich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie denken oder wie ticken und kommunizieren meine Zielgruppen. Das heißt, ist zum Beispiel besonders wichtig, oben links im Bild eine Wertschätzung durch den Arbeitgeber zu erfahren? Oder ist ein Homeoffice am nächsten Bild wichtig? Oder möchte jemand besonders viele Auszeichnungen haben? Ist Geld vielleicht besonders wichtig? Wir wissen es nicht. Deshalb, wenn wir alle Leute betrachten, die potenziell für Sie als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin in Frage kommen, ist das vielleicht sehr gemischt. Aber wenn Sie sich genauer angucken, wer da jetzt in Frage kommt, vielleicht besonders Gen Z, also die Jüngeren, seit 96 geboren, da habe ich Abi gemacht, von daher, ich bin da weit von entfernt. Aber wir können sagen, auch wenn die Menschen jung sind, für die ist vielleicht zum Beispiel Work-Life-Balance wichtig. Und was noch viel wichtiger ist, sich zu überlegen, wie kommuniziert diese Zielgruppe. Die lesen nämlich nicht unbedingt täglich die Tageszeitungen oder andere Printmedien, die sind, ja, wo sind sie zu erreichen? Im Internet, online. Mobil, online und wie das genau aussieht, gucken wir uns jetzt mal an. Das ist eine Übersicht über die Generation. Warum habe ich die Generationen als Zielgruppenaufteilung gewählt? Ganz einfach, die Rekrutierung allgemein erfährt einen Trend in Sachen zielgruppenspezifischer Rekrutierung. Und die Leute aus dem Marketing haben sich schon seit Jahren damit auseinandergesetzt, wie ticken die verschiedenen Generationen unterschiedlich? Wie spreche ich Leute aus verschiedenen Altersgruppen gezielt an? Das heißt, ich nehme mal an, Sie alle tun was dafür, Ihr Produkt zu bewerben oder Ihre Dienstleistung zu bewerben. Und auch da arbeiten Sie vielleicht mit Marketingagenturen zusammen oder haben eigene Marketingabteilungen im Haus. Da machen Sie sich wahrscheinlich genauer Gedanken. An wen kann ich mein Produkt und meine Dienstleistung verkaufen? Und genauso ist es im Prinzip mit dem Employer Branding und der Rekrutierung. Da sollten Sie sich halt eben auch besonders Gedanken machen, wen möchte ich als Arbeitgeber besonders ansprechen? Natürlich haben Sie verschiedene Jobs zu vergeben. Das heißt, es macht eventuell Sinn, verschiedene Arten von Jobs bei Ihnen im Unternehmen verschieden zu bewerben und auch dann mit verschiedenen Vorteilen des Arbeitgebers herauszukommen. Das hatten wir ja im letzten Webinar. Was bringt eine gute Arbeitgebermarke? Das können Sie hier jetzt voll und ganz einsetzen. Wir gucken uns das mal genauer an. Ich habe hier eine Auflistung mitgebracht. Die sieht ein bisschen anders aus. Und da können Sie auch im Nachgang, wenn Sie möchten, noch mal ganz genau nachlesen, was hat diese Generation, Generation Y, die Millennials, und Generation Z, die Digital Natives, wie sie auch genannt werden, beziehungsweise Generation YouTube, genau beeinflusst. Und da sehen wir halt eben, dass besonders im Marketing darauf geguckt wird. Beispielsweise, ich komme ein Stückchen näher, welche Werte haben diese Zielgruppen? Welche Technologien benutzen die? Durch welche Ereignisse sind sie besonders beeinflusst worden? Das sind so Feinheiten, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das können Sie sich vielleicht in Ruhe im Nachgang nochmal angucken und daraus eventuell auch nochmal Sachen für Ihr Unternehmen ableiten. Allgemeiner gucken wir uns das jetzt an. Und zwar Generation Y. Geboren in dieser Aufstellung, Sie werden immer wieder andere Zahlen finden, von 1981, Entschuldigung, bis 1995. Was hat das eigentlich mit diesen Generationen auf sich? Also, man hat diese Generationen gewählt, weil sie ein besonderes Ereignis zusammen erfahren haben und unter besonderen Sachen oder durch besondere Ereignisse geprägt worden sind. Beispielsweise ist das bei der Generation Y der Mauerfall. Oder auch die zunehmende Technologisierung oder auch der Jahrtausendwechsel. Das waren besondere Ereignisse und damit ist diese Generation groß geworden. Natürlich ticken jetzt nicht alle Menschen in so einer Generation gleich, das ist vollkommen klar. Aber wir sehen gewisse Trends und gewisse Sachen, die für viele Menschen in so einer Generation zutreffen. Natürlich hat der Bildungshintergrund und auch die Ausbildung da noch was mit zu tun. Aber wir sehen gewisse Gemeinsamkeiten und die kann man sich halt eben zunutze machen.
Für diese Generation haben wir ganz klar, das sind die sogenannten Digital Natives. Das heißt, die sind mit Computern, später mit Smartphones und so weiter aufgewachsen. Haben zu können. Aber die zeigen, was für uns als Arbeit oder was für Arbeitgeber und Unternehmen gut ist, einen besonderen Teamgeist und die Arbeit soll Sinn und Spaß machen. Und dann kommt halt eben auch noch Karriere, das heißt Entwicklungsmöglichkeiten. Und diese Generation tendiert prinzipiell dazu, Arbeit und Privatleben zu vermischen. Gucken wir uns an, was macht den Wunscharbeitgeber aus? Das heißt, diese Generation möchte wertschätzend behandelt werden und auch Mitarbeitergespräche führen können. Das heißt, ein Arbeitgeber sollte ein konstruktives Feedback geben. Nicht, das hast du nicht gut gemacht, sondern wir können zusammen daran arbeiten und du kannst dich so und so weiterentwickeln. Das heißt, Fort- und Weiterbildung sind wichtig, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten. Und beispielsweise ein Tipp, viele aus der Generation möchten gerne mal ins Ausland oder was anderes sehen. Das heißt, wenn sie mehrere Niederlassungen oder auch international aufgestellt sind, bieten Sie das ruhig mal an. So, und hier haben wir die Besonderheit, Geld wird zwar im Gegensatz zu der älteren Generation X, also der Generation Golf, zwar wichtiger, aber es ist durchaus so, dass auch andere Sachen interessant sein können, wie Prämien oder irgendwelche anderen Goodies, meinetwegen Wochenende in einem schönen Hotel oder. Im Gegensatz dazu tickt die Generation Z schon ziemlich anders. Wohlgemerkt Generation YouTube auch genannt. Das heißt, wir haben es hier nicht mehr nur mit Digital Natives zu tun, sondern mit sogenannten Technoholics, 24/7 mobil online. Das sehen wir in verschiedenen Studien. 99% aller Jugendlichen sind täglich mobil online. Das heißt, die sind wirklich mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen, fast. Oder vorher noch mit dem Handy. Das heißt, die bewegen sich in sozialen Medien, die kommunizieren in sozialen Medien. Die haben aber auch sogenannte Helikoptereltern. Das heißt, die spielen eine große Rolle. Und hier haben wir die Besonderheit, dass Arbeit und Privatleben tendenziell eher wieder getrennt wird. Zusätzlich kommt hinzu, Generation Z ist eher vorsichtig und sicherheitsorientiert. Das heißt, da können Sie punkten, wenn Sie sagen, beginnen wir uns eine Ausbildung und übrigens hier haben wir schon mal einen Karriereweg vorgezeichnet, der quasi möglicherweise bis zur Rente geht. So, das verlangt Generation Z vom Arbeitgeber. Jetzt kommt aber das Problem an der Sache. Die Generation Z hat insgesamt eine geringere Loyalität zum Arbeitgeber. Jemand aus meiner Generation oder vielleicht auch von Generation Y, den Millennials, überlegt sich lange, bevor er den Arbeitgeber wechselt. Generation Z ist eher wechselbereit. Was muss ein Arbeitgeber bieten? Ja, eine starke Arbeitgebermarke. Wieder der Verweis auf das letzte Webinar, machen Sie sich bitte dazu Gedanken. Und hier kommt der Feedback-Gedanke nochmal anders auf. Die wollen positives Feedback, nicht nur wertschätzend, sondern positiv. Das hast du gut gemacht. Das heißt, die wollen auch häufig Feedback haben, weil in sozialen Medien bekommen die auch sehr, sehr häufig Feedback. Jugendliche bekommen heutzutage durchschnittlich 60 Mal Feedback im privaten Social-Media-Umfeld pro Tag. Nicht pro Woche, nicht pro Jahr, 60 Mal pro Tag. Ein Bild posten, wie viele Likes. Ne? Das heißt, so denkt ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener halt eben auch dem Arbeitgeber gegenüber. Das heißt, einmal in der Woche dann zu einem Team-Meeting einzubestellen und dann Feedback zu bekommen, ist für Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einfach zu wenig. Sie brauchen eine moderne Homepage, sind in sozialen Medien aktiv und was jetzt ganz wichtig ist, ein authentisches Auftreten und dass sie das Privatleben wirklich respektieren. Weil viele Jugendliche oder junge Erwachsene sind nicht mehr, ich sage jetzt mal ganz salopp, so heiß auf irgendwelche Firmen-Events, wo sie Privatleben für opfern müssen, am Wochenende oder abends. Das sehen wir hier genauso. Judith, hör mal bitte gerade weg, weil meine Kollegin Judith sitzt hier, die ist auch noch sehr jung. Und wir haben es häufig so, dass zum Beispiel bei unseren Werkstudenten Firmenfeier nicht so hoch angesiedelt ist. Wenn da irgendeiner zum Videoabend einlädt oder zum Netflixen, ist das schon mal wichtiger. Gut. Das ist die Bedürfnispyramide von vielen von uns, aber insbesondere von sehr jungen Menschen. Wenn die irgendwo hinkommen, das Erste, was sie fragen, wie ist dein WLAN-Passwort und kann ich mein Smartphone aufladen? Das ist Realität.
Ja, ich sehe Sie nicken. Und so ungefähr sieht das in der Hand dann aus. Ne? Wenn Sie das lesen können, hat jemand mein Handy geklaut. Ja, könnte offen gesagt auch von mir sein. So, gucken wir uns mal noch eine andere Zielgruppe an, nur exemplarisch Frauen. Frauen wollen in Stellenanzeigen etwas anders angesprochen werden. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht von Stellenanzeigen. Wir haben da extra eine Handreichung so entwickelt. Und ich kürze es jetzt ab. Gucken Sie sich mal an, das ist interessant. Mit ein paar anderen Worten kriegen Sie viele Frauen als mögliche Kandidatin dazugewonnen, aber verprellen keine Männer. Und es geht da teilweise nur um ein paar Formulierungen. Aber zum Beispiel auch, wenn Sie bei Stellenanzeigen aufzählen, was jemand mitbringen soll. Das F, weil Frauen neigen dazu, alles erfüllen zu wollen. Und wenn sie das nicht tun, bewerben sie sich. Ich zeige in Vollzeit oder Teilzeit aus, also jetzt bei uns in der Abteilung, weil wir halt eben auch gerade Frauen nach der Familienphase ansprechen können. Und wir haben wirklich Erfolg damit, auch bei Führungskräften. So, Rekrutierungswege. Da hecheln wir jetzt mal ein bisschen durch. Und ich gehe auf die Besonderheiten für jede Zielgruppe einfach mal ein. Sie sehen, Rekrutierung 4.0 bietet extrem viele Möglichkeiten, Menschen anzusprechen und für sich zu gewinnen. Ein kleiner Praxistipp, ein Mitarbeiterempfehlungssystem. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie dann zufrieden sind und sie zum Beispiel auch eine starke Arbeitgebermarke haben, tragen sehr, sehr gerne nach außen, dass sie zufrieden sind und möchten auch neue Kollegen und Kolleginnen gewinnen. Hat für sie einen unglaublichen Vorteil. Sie finden Leute, die schon eine gewisse Anbindung an ihr Personal haben und auch ähnlich ticken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bleibt, ist halt eben auch relativ hoch. So, dann die Frage. Karriere-Website können wir heute leider nicht lange behandeln, ist aber ein großes Thema, denn jeder, der auf irgendeine Stellenanzeige von Ihnen geht, wird danach, also fast jeder, wird danach Ihre Karriere-Website checken und gucken, hat dieser Arbeitgeber überzeugende Argumente für mich? Möchte ich wirklich gerne bei diesem Arbeitgeber arbeiten? So, ich habe gesagt, ich zeige Ihnen ein paar Stellenanzeigen, gerade im Blick auf Frauen. Zwei Beispiele, rechts können Sie kaum lesen, aber da wird eine Personalerin, ein Personaler, ein Allround-Talent mit Entwicklungsmöglichkeit gesucht. Nur so ein Tipp an Arbeitgeber, Frauen denken meistens nicht, dass sie so sehr an die Hand genommen werden möchten wie dieses kleine Mädchen. Und Frauen möchten auch nicht unbedingt ganz unten auf der Karriereleiter stehen, sondern auch mal weiter oben kommen. Das heißt, das sind Bildbotschaften, womit Sie Frauen ganz sicher abschrecken und zum Beispiel mich garantiert nicht dazu bewegen könnten, da anzumachen. Ich habe noch was mitgebracht. Ich habe immer Stellenanzeigen für Führungskräfte angeguckt. Ich habe mal ganz offen gesprochen, das ist sehr aktuell, habe ich vor ein paar Wochen geguckt. Ich habe keine Stellenanzeige gefunden, wo explizit weibliche Führungskräfte dargestellt werden. Das heißt, das ist zum Beispiel, auch wenn eine Frau sich das zutrauen würde, aber das ist eine Bildsprache, die mehr oder minder bewusst darauf hindeutet, wir wollen einen Mann oder wir denken nur in Männer. Also von daher, für sowas auch ruhig mal sensibel sein. So, da gehen wir drüber, ja, einigermaßen drüber hinweg. Nur so als Tipp, Generation Z fühlt sich von solchen Anzeigen für Ausbildungsplätze nicht angesprochen. Beispielsweise hier finden Sie bei einer Firma, die unkenntlich gemacht wurde, 56 Tipps aus Meisterhand für die Azubi-Bewerbung. Und hier wird definitiv eine Bewerbungsmappe eingefordert und das Ganze auch in einem Briefumschlag. Das heißt, Bewerbung per Mail ist nicht möglich. Ja? Dagegen eine andere Firma, die in der gleichen Sitzung saß, wo ich anwesend war. Die haben keinerlei Probleme, Azubis zu bekommen. Generation Z fühlt sich da deutlich besser oder mehr angesprochen. Zum Beispiel arbeiten die in der Ausbildung auch mit iPads, digitalen Berichtsheft, auch Azubi-Workshops, wo Azubis auch selber sagen können, wie sie sich weiterentwickeln möchten. So, ganz kurz noch Online-Recruiting. Ich möchte hier noch eingehen. Das ist für die Generation Z zwar auch interessant, aber tendenziell eher für Generation Y und X. Gerade wenn Sie Business-Netzwerke sich angucken möchten. Ja? Kununu ist ein ganz heiß diskutiertes Thema, hatten wir beim letzten Mal auch schon, Arbeitgeberbewertungsportale. Ja, ein ganz kleiner Tipp von mir.
Das habe ich jetzt in einem Workshop gelernt und ich finde die Formulierung so schön. Sammeln Sie Bauchspeck in guten Zeiten. Das heißt, bitten Sie zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da mal sie zu bewerten und zu schreiben, was sie für ein toller Arbeitgeber sind. So, hier sehen Sie auch aufgeführt soziale Netzwerke. Deshalb stimmt oben meine Farbe nicht ganz, das tut mir leid. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat. Das sind natürlich Rekrutierungskanäle, wo Sie inzwischen auch die Generation Z finden können. Stichwort ist SEA, also in sozialen Netzwerken zu inserieren oder halt eben dann auch Posts zu bewerben oder sogar mit Influencern zusammenzuarbeiten. Bei der IHK München gibt es ein sehr schönes Beispiel mit Flo West zusammen. Das funktioniert hervorragend. Das ist ein junger Influencer, der auf, vorwiegend auf YouTube unterwegs ist. Und wenn man so jemanden gewinnen kann fürs eigene Unternehmen, dann zieht er auch unglaublich neue Kollegen und Kolleginnen an, die halt eben ein paar Jahre jünger sind. So, ein paar Worte zur Stellenanzeige. Das können Sie sich vielleicht im Nachgang nochmal angucken, aber den Punkt, den ich hier herausgehoben habe und wieder der aufs letzte Webinar zurückverweist, was haben wir zu bieten? Das ist ganz wichtig. Schreiben Sie rein, was Sie als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberin zu bieten haben. Und wenn Sie Bilder nutzen, dann am besten in realen Arbeitssituationen abfotografiert und achten Sie da vielleicht ein bisschen auf die Bildsprache. Nicht, dass gerade der Geschäftsführer der kleinen Azubine irgendwas erklärt und die so lächelnd an ihm hochblickt. Das kommt nicht so gut an. So, Print, sagen ganz viele, ist eigentlich tot. Aber mit einer geschickten und vielleicht auch witzigen Printanzeige, das können Sie aber ganz genauso in Social Media übersetzen oder auf Insta eine Story daraus machen, können Sie halt eben wirklich mitpunkten. Lassen Sie sich kreative Sachen, ungewöhnliche Sachen einfallen, so dass Sie auffallen und vielleicht auch etwas Humor beweisen. Das kommt unglaublich gut bei zukünftigen Kollegen und Kolleginnen an, bei Kandidaten und Kandidatinnen. So, dann Mobile Recruiting. Auch einen kurzen Satz noch dazu. Mobile Recruiting wird immer mehr kommen. Das Problem an der Sache, Personaler kriegen dann Bauchschmerzen und Personalerinnen, weil wir es einfach oder weil die noch nicht das so richtig gewohnt sind, kein echtes Bewerbungsanschreiben zu kriegen. Eine unkomplizierte Mail. Hey, yo, ich bin die Anni, ich will gern für euch arbeiten. Liebe Grüße, ihr findet mich auf Insta oder sowas. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Aber auch die Anni möchte dann gerne kontaktiert werden und vielleicht ist die Anni die beste Auszubildende oder neue Mitarbeiterin im Social-Media-Bereich, die Sie sich vorstellen können. Das heißt, schauen Sie auch ruhig mal auf Kompetenzen, die da vielleicht ein bisschen verdeckt sind oder nicht so direkt ganz vorne im Lebenslauf stehen. So, Social-Media-Recruiting habe ich schon ein paar Sätze zu gesagt. Es ist noch nicht ganz angekommen, aber gerade bei Generation Y und Z, wenn Sie es geschickt anstellen, und da würde ich vorschlagen, holen Sie sich eine professionelle Begleitung. Das ist im Kommen, ich sage es jetzt einfach mal so. Und da können Sie auch anderen Unternehmen ein Stück voraus sein. Active Sourcing, ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Das heißt, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin nimmt das Heft in die Hand und sucht aktiv nach neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das ist sehr aufwendig, aber ich kann es Ihnen empfehlen. Viele Unternehmen haben da sehr viel Erfolg mit, weil Hintergrund ist, viele Leute, die nicht aktiv auf dem Arbeitsmarkt sind, kann man trotzdem damit gewinnen, weil einfach sehr, sehr viele Leute in Beschäftigung sind und die sind dann gleichzeitig wechselbereit, latent wechselbereit, aber die kann man mit einem wirklich guten Anschreiben oder mit einem Anruf oder so überzeugen. So, das war mein Input, der leider ein bisschen lang geraten ist, aber ich hoffe, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen und ich hoffe, Sie konnten ein paar Impulse mitnehmen. Von daher feuerfrei für die Fragen. Ja, vielen Dank, Valerie, für den prima Impulsvortrag. Das war jetzt 20 Minuten Druckbetankung durch die Generationen. Vielen Dank. Es kamen auch noch einige Fragen hier bei uns rein. Einmal zur Generation X, die so jetzt genannt über 40 bis Ende 50-Jährigen. Du hast das Ganze schon mal kurz angestrichen gehabt. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein paar Hinweise geben, also wie kann ich die Generation ansprechen und wie kann ich die eigentlich am besten erreichen?
Ja, also was für die Generation, glaube ich, zunehmend wichtiger wird, ist eine Familienfreundlichkeit beim Arbeitgeber. Und das auch wirklich eine gelebte und nicht nur irgendwo hinschreiben, wir sind familienfreundlich. Beispielsweise bei uns ist es heute so, hier laufen ganz viele Kinder durchs Haus, weil die Kölner Schulen zu sind. Und da hat auch niemand ein Problem damit. Es hat auch niemand ein Problem damit, wenn wir im Homeoffice sind. Glücklicherweise sind meine Kinder heute durch meinen Mann betreut. Aber das ist wirklich ein ausschlaggebender Punkt. Und das ist was, wo sie wirklich mit punkten können. Meine Generation, also ich gehöre dazu, wird man weniger über Social Media finden, eher über die klassischen Online-Stellenportale. Aber das mit einer guten Anzeige, mit einer guten Bildsprache und mit einem schönen Text, das kann wirklich funktionieren. Dann kam noch eine Frage zum Thema Frauen. Auch das hattest du ja schon angesprochen, Frauen als Zielgruppe. Da war jetzt nochmal spezifisch die Frage, also wie kann ich Frauen für typische Männerberufe begeistern? Hast du vielleicht noch die ein oder andere Idee oder sogar ein Beispiel, wo du sagst, das könnte ich machen, um die Frauen dafür zu motivieren? Ja. Also im Prinzip brauchen Frauen Vorbilder. Also gerade wenn wir uns jetzt die IT- und Programmiererbranche angucken, es gibt viele Frauen, die das können oder einige Frauen, die es können, aber die wollen auch sehen, dass ein Arbeitgeber auch Frauen gerne haben will. Ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, Programmiererbude, die ist von einer Frau geführt. Die hat deshalb halt eben auch die Möglichkeit, Frauen anzuwerben, weil die sagt, hey, ich kenne eure Bedürfnisse. Und da hilft es, glaube ich, Videos von Vorbildern zu haben. Und da auch nochmal ganz klar auf der Website zu kommunizieren, hey, also wenn Sie das Glück haben, bei uns arbeitet schon eine Frau, die fühlt sich wohl, ne, kommt doch zu uns, traut euch das zu, wir helfen euch auch bei der Nachqualifizierung. Das heißt, da sind auch Beispiele. Genau, Beispiele, ne? Leute, die sich wohlfühlen, ganz wichtig. Zum Thema Social Media, du hast ja vorhin auch schon erwähnt gehabt, was für Möglichkeiten es gibt über Social Media, dass das ganze Thema wichtiger wird. Ich hätte dazu noch eine Frage, jetzt spezifisch auch zur Generation Z, der Plattformen wie zum Beispiel Instagram. Inwieweit macht das denn Sinn, dass ich als Unternehmen mich auch auf solchen Plattformen tummel? Sind die überhaupt geeignet fürs Recruiting oder machen schwierig. Von Xing zum Beispiel oder LinkedIn mehr Sinn? Ja, das Problem ist, dass man auf Xing und LinkedIn eher so meine Generation trifft. Also Y vielleicht auch ein bisschen die Millennials, aber Z eher nicht. Und wir müssen uns ja immer überlegen, wo finden wir die? Und Insta zum Beispiel, was du jetzt erwähnt hast, ist so ein bisschen schwierig, weil normalerweise ist man privat auf Insta unterwegs, ja, Instagram. Also braucht man etwas, einen Eyecatcher, wo man Leute mitkriegen kann, was erstmal vielleicht eine kleine private Anmutung hat, aber dann sehr schnell zum Punkt kommt. Also dann meinetwegen ein Video von, sie gehen mit dem Team Skifahren oder was auch immer. Und dann hält einer an und sagt, hey, komm zu uns, wir sind ein cooles Team, was auch immer. Ne? Das heißt, man braucht so ein bisschen einen Einstieg und muss sich dann auch wirklich trauen, Employer Branding zu machen, was nicht ganz Mainstream ist. Das heißt, ich muss mich natürlich dann auch wirklich auf die Zielgruppe einlassen und Themen finden, die auf der Plattform funktionieren und die auch genau. Da die Aufmerksamkeit. Genau, Anknüpfungspunkte, richtig. So, dass man Einfallstor hat. Und dann, ich denke nicht, dass es direkt ein Selbstläufer ist. Man muss da ein bisschen dran baggern und auch ein bisschen Werbung schalten und vielleicht einen Influencer finden, der da mitträgt. Aber dann kann das wirklich ans Laufen kommen. Ja, jetzt war gerade unser Chat sehr aktiv. Ich schaue noch mal eben rein. Vielleicht können wir noch eine Frage davon mit rausnehmen. Ich kann es von hier nicht richtig. Eine Frage nach One-Click-Bewerbungen. Wie ja. Sowas am besten umsetzen? Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Worte dazu sagen. Ja, da braucht man Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz, weil da kommen auch sehr viele Sachen rein, die man eigentlich nicht lesen möchte. Aber ich kann nur dazu aufmuntern, halten Sie durch, weil selbst wenn Sie 100 Mieten haben, einen Volltreffer reicht. Also von daher, Sie werden da viel Zeug lesen, was Sie nicht möchten. Aber suchen Sie, screenen Sie nach den guten Sachen und da reagieren Sie bitte ganz schnell drauf. Herzlichen Dank, Valerie. Unsere halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Wir bitten, die Tonprobleme, die wir zwischendurch hatten, zu entschuldigen. Wir werden dem Ganzen nochmal nachgehen und dafür sorgen, dass wir das bis zum nächsten Webinar dann ausbügeln. Unbedingt. Wir werden das für Sie auch als Hinweis, das Webinar auch wieder auf unserer Homepage einstellen, www.iak-münchen.de/recruiting. Wir schreiben das gleich nochmal in den Chat rein,
Dort findet ihr auch, falls ihr das erste Mal nicht mit dabei sein konntet, das Webinar zum Thema Employer Branding nochmal zum Nachhören. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns sehr gerne wieder nächsten Montag, wieder zur gleichen Zeit, 10.30 Uhr, wieder mit dem gleichen Link, mit dem ihr euch einloggen könnt. Das Thema wird dann als Abschluss der Reihe das Thema Onboarding sein, denn wir wollen unsere Mitarbeiter nicht nur rekrutieren, sondern ihnen dann auch einen guten Einstieg ermöglichen und sie im Unternehmen halten. Ein ganz wichtiges Thema, was nicht unterschätzt werden darf.